da. Okay, die vom 17. scheinen weg zu sein. Dann gucken wir einfach mal. Aber ich muss gleich einmal wieder rüber. Ich muss das ganze Ding jetzt hier, glaube ich, einmal kleiner ziehen. Glaube ich. Ich mache mich einmal kurz ein bisschen kleiner. Das. So. Und. So. Tada! Damit ich nicht mehr das komplette Bild einnehme. So, beim letzten Mal ist das Spiel ja auch wieder abgekackt. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben schon. Was wir nicht gemacht hatten. Das sind die drei Schwestern. Lieber können die vielleicht Informationen liefern. Ach so, das habe ich verkackt. Ja, okay. Gestern flog hier noch eine rum. Okay, gut. Wir gucken einfach mal. Ja, stimmt. Wir hatten ja auch keinen Platz im Inventar. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Jetzt bin endlich willst du dich mal entspannen. Ich hab's dir nie offen gesagt, aber du hast eine recht ungesunde Lebensweise. Ich weiß. Du erwähntest es ein paar Mal. Ohne Wirkung, wie man sieht. Die Huren sind ganz passabel hier. Ein andermal vielleicht. Ich mach mir Sorgen um dich. Versuchst du zufällig, Wes aufzureißen? Ich hab's erwogen. Hab noch nie einen Soldaten gebubst. Andererseits kann ein schepperndes Schwert in Intimsituationen den erfahrensten Liebhaber aus der Fassung bringen. Wieso, fragst du? Ich weiß gern Bescheid. Glaubst du, die Gespräche hatten wir schon mal? Aber ist doch, glaube ich, nicht schlimm, wenn wir das einfach noch machen. Ich frage mich, was Sheila in Hensels Lager macht. Geht ihr ähnlich. Sie wüsste gern, was du an der Seite des Königs machst. Woher weißt du das? Sie hat mich über dich ausgefragt. Was wollte sie wissen? Keine Ahnung. Ich habe gleich spitz gekriegt, dass sie mich aushorchen will. Also habe ich sie zurechtgewiesen. Mit Erfolg. Siehst du, dass ich wachsam bin? Erstaunlicherweise, ja. Meine Socke will nicht. Ich geh gleich weiter. Weißt du was Neues über Leto? Es heißt, er verstecke sich in den Schluchten. Und das nicht allein. Das weiß ich. Ich verstehe nicht, warum du es so auf ihn abgesehen hast. Du bist doch kein König. Nicht. Er ist keine Gefahr für dich. Ich will nicht ständig beteuern müssen, dass ich nicht der Königsmörder bin. Hänselt glaubt dir. Nur halb. Auf seine Gnade kann ich gern verzichten. Mal angenommen, du erwischst ihn. Was dann? Je nachdem, was er mir erzählt. Vielleicht kann er mich überzeugen, vielleicht schlage ich ihm auch den Kopf ab. Ja, nicht schlecht, ne? In Hänsels Lager brodeln die Gerüchte über die Ereignisse vor 3 Jahren. Ja, nach Hexenverbrennungen schießen eben die Gerüchte ins Kraut. Es ist mir klar, dass eine Zauberin für dich nur der Fortsatz von 2 Brüsten ist, aber trotzdem. Was hältst du von Sabrina? Ständig das Gejammer, sie würden wie Dreck behandelt und verfolgt. Geralt, ich sag dir, daran sind sie selber schuld. Würden sie nicht dauernd Zwietracht sehen und Komplotte schmieden, würde sie auch keiner auf den Scheiterhaufen werfen. Sie klagen, auf Tanet wären furchtbare Dinge passiert. Man habe die Weltordnung zerstört. Da frage ich dich, wer hat das heraufbeschworen, wenn nicht sie und ihre Ränke?
Mit den Erinnerungen kommen auch die Gefühle wieder. Ich glaube fest daran, dass Yennefer lebt und ich sie finden werde. Triss, Yennefer, du bist zu beneiden. Ich weiß weder, was mit Yennefer ist, noch ob Triss noch lebt. Tja, von zwei Frauen hast du gerade keine. Aber solche Frauen sind zäh. Ich kralle mir den Mörder und suche sofort nach Triss. Was ist mit Yennefer? Das weiß ich erst, wenn ich sie treffe. Was geht uns die hohe Politik an? Wir sollten unsere eigene Meinung haben und uns interessieren. Sonst geht es zu wie bei der Mühle in Stützing. Die hat der Schmied von Berding übernommen, indem er die Müllerswitwe geheiratet hat. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Hänselt und Schillert uns zu den Beratungen... Entweder das Punkt ist unser Schmied und gleich wieder weg. Wir wenigstens unseren Protest zum Ausdruck bringen. Ausspucken beim Anblick der Schwarzen, den Kopf abwenden. Ihnen auf die Zelte pissen. Hoffentlich vertun wir uns nicht. Der schlüpft da einfach wieder raus. Das ganze Odeigüsschen. Stimmt, ich glaube, hier ist das ganze Ding abgepackt, ne? Das ist nämlich mein Blau. Und er nimmt sich ein Schwanzauge und Hallo, Wes. In die rückwärtige Schlucht. Sei gegrüßt, Geralt. Sei gegrüßt, Wes. Was gibt's Neues bei den blauen Streifen? Wir sind wie immer auf der Hut. Hänselt hält die Einnahme von Werken offenbar für ein Kinderspiel. Eine reguläre Armee gewinnt immer gegen bewaffnete Volksmassen. Ich weiß das, Hänselt weiß das. Ich verstehe nicht, wieso Saskia es nicht weiß. Vielleicht stirbt sie lieber im Kampf, als sich zu ergeben. Oder sie hat eine Überraschung für Hänselt. Auch möglich. Hänselt hält die Details des Feldzugs allerdings geheim. Warum bezieht ihr nicht im Kedwin-Lagerquartier? Ihr wärt näher an der Quelle. Hänselt traut uns nicht. Das kann ich ihm auch nicht verdenken. Wenn der Nebel nicht wäre, würden wir noch weiter südlich kampieren. Wir haben die Spur der Mörder verloren. Die Spur hat uns hierher gebracht. Wenn sie hier endet, dann sind die Mörder ganz in der Nähe. Entweder hat Hänselt sie angeheuert, oder er ist das nächste Ziel. Bald wissen wir mehr. Glaubst du, dass Hänselt hinter den Anschlägen steckt? Möglich ist es, oder? Denk an das Pontartal. Temerien, Kedwin und Eddin schlagen sich schon seit Generationen darum. Und jetzt haben Temerien und Eddin keinen König. Hänselt profitiert von Foltests und Demavents Tod, das stimmt. Aber Meuchelmorde sind irgendwie nicht seine Art. Das stimmt. Der König von Kedwin ist ein altes Schlachtross. Man braucht sich hier bloß umzusehen. Vielleicht ist das sein Plan. Verschwindet Käse aus dem Speicher, verdächtigt niemand die Katze. Klemmt sich's wohin? Ist das so? In den Arsch. Die Werber tanzen an. Mutter sagt, Jung, die wollen dich für'n Krieg. Und er, mit dem Rücken zu ihnen, lässt die Hosen runter, spreizt die Arschbacken und sagt, ich seh's. Sie haben ihn nicht genommen? Nee, schau mal nicht. Sie haben ihn nicht genommen. Okay. Bist du gekommen, um zu spionieren? Für wen sollte ich denn spionieren? Für Hänselt, für Detmold. Sie haben dich ja offenbar gedungen. Wir haben ähnliche Interessen. Aber keine Sorge, Observieren von Vernon Roche gehört nicht dazu. Was führt dich dann her? Ich frage mich, was du hier eigentlich tust, Vernon. Für die blauen Streifen gibt es immer was zu tun. Besonders an so einem brenzligen Ort wie diesem. Ich kann mir denken, dass du mir nichts sagen willst. Bekanntschaft hin oder her. Ich halte mich auf dem Laufenden, ohne dabei zu vergessen, warum wir hier sind. Um Foltests Mörder zu suchen. Genau. Er verkriecht sich wie eine Ratte im Loch. Und wie eine Ratte wird er enden. Ich bin neugierig, ob du weißt, was auf der anderen Seite der Geisterschlacht geschieht. Was sollte sich da geändert haben? Ein bunter Haufen von Zwergen, Elfen und Bauern versucht, Erdirn zu retten. Saskia ist eine ungewöhnliche Frau. Aber eine Frau. Und woher willst du überhaupt wissen, dass sie ungewöhnlich ist? Es wird viel von ihr gesprochen. Und wenn es anders wäre, könnte sie wohl kaum eine Armee aus Menschen, Zwergen und Elfen aufstellen. Du willst mir doch nicht einreden, dass irgendein Weib Hänselt in der Schlacht besiegt. Du vergisst, dass Kedwin um ein besseres Leben kämpft und Eddin ums nackte Überleben. Motivation ist wichtig, aber gegen Kriegskunst kann sie nichts ausrichten. Mich gehen nur die Interessen Temeriens etwas an. Von unserem Standpunkt aus ist es gut, wenn Hänselt seine Kräfte hier bindet.
Fürchtest du nicht, dass Eddern ihm nicht reicht? Dass er westwärts zieht, wenn er mit Saskia fertig wird? Möglich ist es. Ich hoffe, dass es nicht geschieht. Pass bloß auf, dass Detmold seinen Spitzel nicht vermisst. Tut er nicht. Keine Sorge. Detmolds Netz kann sich sehen lassen. Der Spitzel Arnold gehört aber nicht mehr dazu. Der weilt schon in der nächsten Welt. Warum hast du ihn getötet? Was hätte ich denn sonst mit ihm machen sollen? Auf dem Schiff hast du gesagt, er sei der lebende Beweis für Hänsels Verschwörung gegen Temerien. Nun, die Exekution war nicht geplant. Zumindest nicht jetzt, aber er hat das Verhör nicht durchgehalten. Du hättest ihn nicht Kiel holen lassen sollen. Wenn er kooperiert hätte, hätte ich es nicht getan. Hat er was Interessantes ausgeplaudert? War ein harter Knochen. Aber nach ein paar Ertränkungsproben haben wir herausgefunden, dass Hänselt in den Grenzstädten Unruhe stiften wollte. Hänselt ist nicht dumm. Er wird nicht an zwei Fronten Krieg führen. Dieser Schuft Loredo sollte für Kedwin agitieren. Zum Glück hat ein Schwert ihm das Gedärm neu sortiert. Hast du nicht Sehnsucht nach deinem Freund Jorvet? Wenn die Götter wollen, fällt er mir irgendwann schon in die Hände. Allerdings wüsste ich wirklich gern, was dieser Lump gerade treibt. Was hört man aus unserem guten alten Flotsam? Dank uns ist es noch das gute alte temerische Flotsam. Wenn ich Loredos Verschwörung nicht aufgedeckt hätte, wäre dort heute eine Kedwiner Garnison stationiert. Der Statthalter Johann Natalis hat einen neuen Kommandanten nach Flotsam geschickt. Hoffen wir, dass das nicht der nächste Hurensohn ist. Wir werden es sehen. In der Niederlage haben sie bei uns in Hinterwalden ganze Dörfer eingezogen. Die Hälfte der Burschen war schlau genug, in den Wald zu flüchten. Aber den Rest haben sie eingezogen. Genau so, sagt der Landrat. Das sind keine Fan, wenn das deine Deckung ist, sehe ich schwarz für deine Visage. Wen haben wir denn da? Jemanden, der sich Sorgen macht, wenn er eure Künste im Faustkampf sieht. Wir üben täglich, stundenlang. Und da heißt es, Übung macht den Meister. Dann zeig doch mal deine Kunst, Weißkopf. Warum nicht? Wer will? Ich versuch's. Mal sehen, ob deine Fäuste so stark sind, wie dein großes Maul behauptet. Okay. Zeig mal, wie gut mein Freund Vernon dich geschult hat. Macht Platz! Höher die Arme! Genau so! Ich war jetzt mit WASD, ne? Schwere Verluste an der linken Flanke. Der Formation droht der Zusammenbruch. Da werfen die Burschen ihre Piken weg und stürzen sich auf die Leichen der Bogenschützen. Hör die Arme! Genau so! Hör dir das an. Sie schnappen sich die Bogen und schießen auf die Feinde. Jeder Schuss ein Volltreffer. Das war's schon? Das waren ja die aus Hinterwalden. Okay. Ich merk schon. Fenn wird nicht mehr viel von diesem Kampf wissen. Wir haben noch ein paar Überraschungen. Und du? Warum nicht? Wer will? Misst dich mit mir! Ich lerne gerne ein paar Hexerkniffe! Zeig mal, wie gut mein Freund Vernon dich geschult hat. Macht Platz! Bewegung! Mehr finden, nicht einschlafen! Upsi. Bewegung! Mehr finden, nicht einschlafen! Was machen die Katzen eigentlich da oben? Ha, der ist jung, der lernt's noch. Wir haben noch ein paar Überraschungen. Und du? Warum nicht? Wer will? Hast du schon alle Ungeheuer weit und breit erlegt, dass du dich an meine Leute machst? Ich prüfe, ob du sie gut geschult hast. Und? Erstaunlich, dass sie so lange durchgehalten haben. Waschlappen seid ihr. Der haut euch um wie Strohpuppen. Vielleicht versuchst du es mal mit mir. Okay. Zeig, was du kannst, gestreifter Freund. Gestreifter Freund. Oh. Ich habe ja schon fast Mitleid mit ihm. Oh,
Armer Vernon. Du hast gewonnen. Das war wie ein Pferdetritt. War nicht umsonst, von dir eins auf die Fresse zu kriegen, Hexer. Der Mensch hat wieder was dazugelernt. Du sollst ein Andenken haben. Ich will keine Bezahlung. Das ist keine Bezahlung, an mir vorbeigegangen, sondern ein Dank. Wir streifen durch die Welt. Da haben wir ein bisschen Eisenzeug zusammengetragen. Such dir was aus. Nimm's und mag es dir nützen. Auf baldiges Wiedersehen. Hexer, nicht so schnell. Oh, was für jetzt denn? Wirst du dich mit mir messen. Was? Spitze. Von mir aus. Sind wir dabei durch? Oh Gott, das war die falsche Taste. Ich glaube, wir sind verdammt gut. Verdammt nochmal! Was soll denn das? Wir haben nur so zur Übung. Zur Übung? Es. Werdet ihr gleich die Kantine scheuern? Nass! Mit den Ärschen! Ab ins Lager! Jawohl! Und jetzt mal noch nicht alles. Such keine quadratischen Geldstücke. Gewinnen kannst du nichts, aber verlieren deinen Kopf. Mach's gut. Bin wieder im Lurk. Mach das, Luna. Viel Spaß im Lurk. So, einmal speichern. Kann ich hier auch durchs Wasser? Nee, natürlich nicht. Aber kann es sein, dass ich Punkte habe? Nee. Okay. Schade. Na gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal uns hier hinten die Ecke an. In dem Kapitel sitzen wir sowieso noch recht lange. Nehmen wir mal mit. Sucht die Umgebung des Hauses. Wie kann ich nochmal die Hexe sinne? Nee. Die Suche nach dem nächsten Sinn. Da waren sie nicht. Nein. Nein.
Ich versuche gerade herauszufinden, wie die Hexersinne funktionieren. So. Ich muss einmal kurz gucken. Ich brauche einmal die Steuerung. Steuerung. Warum das bei solchen Spielen nicht angezeigt wird? Interagieren, Meditation, Vorwärts, Kampf, Tagebuch. Habe ich keine Hexersinne? Gibt's die hier noch nicht? Tatsache. Okay, es gibt tatsächlich keinen Hexersinn. Okay, ich dachte, die gäbe es zwar schon in dem Teil. Es gibt nur das hier, womit ich quasi untersuchen kann. Okay. Okay. In der richtigen Reihenfolge. Das war dann wohl nicht die richtige Reihenfolge. Das war geraten. Jemand, der die magischen Aufzeichnungen ziffern kann. Die Gegend um das Haus, anschließend der Strand, das ab. Okay. Hier gibt's nur den ganzen Schrott. Bringt mir sowieso nichts. Irgendetwas. Schon mal nicht. Schade. Da liegt aber jemand. Ich bin überlastet.
Brauche ich ja eigentlich alles nicht mehr. Okay. Dass der aber nichts zu diesem Toten hier sagt. Nun gut. So, ich glaube, hier hinten gab es dann ja noch einen Weg. Würde ich gern einmal abgehen. Malgit. Muron. Marisa. Moira. Das Geheimnis der Gräber. Hat jemand den Körper des Selbstmörders zum Fluss gefischt? Und war doch 12 Fluss männlich. Okay. Ich verfolge erstmal die Quest weiter. Hier ist aber halt nichts weiter. Okay. Egal, schauen wir erstmal. Wir müssen ja sowieso erstmal hier überall lang tigern. Hi! Papien! Ihr lernt es wohl nie. Die klingen wie so gerupfte Hühner. Oh, die zuckt noch. Irgendwie niedliche kleine Nacke da ist. Naja, fast Nacke da ist. Ach hier, Harpien. Harpien-Gedöns. Okay, das ist verschlossen.
Da kommen wir noch nicht rein. Schade. Weil zuschlägt. Eigentlich so viel wie in sein Fleisch schneiden, müsste er schon lange tot sein. Wobei das mit. Die Ohren. So. Okay, das heißt, in diese Richtung ist erstmal nichts. Dann kommen wir erstmal wieder zurück. Was haben wir denn noch für Quests? Ja, die Standarte des grauen Fenlands, Schwert. Okay. Untersuche Sabrina Glewisigs Hinrichtungsstätte. Verlorene Schäfchen. Müssen auch Schutz halten. Ach, war das die eine? Verbrenne alle Leichen in der Gegend. Warte mal, kann es sein, dass wir die eine Leiche verbrennen mussten? Dann? Was war das? Weiß ich nicht, aber ich speichere einmal. Ist gerade unheimlich. Achso, okay. War ein kleiner Bug. Ich versuche einfach mal die Leiche zu verbrennen. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht gehört das zu dem einen Auftrag. Nee. Okay, und wie mache ich jetzt nochmal. Warte mal, wie mache ich jetzt nochmal die Zeichen? Q. Okay, funktioniert aber nicht. Habe ich eben gerade gedrückt? Q und Mausrappe habe ich beide eben gedrückt. So. Jetzt. Aber das ist Quinn. Nein. Okay. Also verbrennen kann ich ihn nicht. Schade. Gehört also nicht zu der Quest. Hätte ja sein können. Ja, den. Ich muss einmal kurz gucken, ob diese Heizung anders ist. Das ist echt arschkalt hier. Dieser Raub wird einfach nicht warm.
Gott, ist das kalt. Oh. Leute, bin ich echt bei der Frostbeule. Es ist so eisig. Muss ich hier lang? Ich glaube.